Zwerg, bitte einmal zu den anderen stellen. Was ist denn die? Oh, Medic! Medic! Ja, oh, ja. Habt ihr jetzt den Schief ausgedockt? Wow. Also! Ruhe jetzt! Jetzt alle Ruhe hier! Na ja, na klar! Guck der Lichter, wer los? Das wäre die Gelegenheit. Mit einem größeren. Aua. Jetzt haben wir keine mehr. Das hat sich das Problem auch erstmal gut erledigt. Alle raus und in die Tiefgarage, bitte. In die Garage rein. Alle in die Garage. Ja. Ich dachte, jetzt den Schiff, dass noch einer von uns draußen ist. Gute Scheiße, Mann, was ist hier los? Ja, raus. Das ist Bären. Also, jo. Oh, ich lebe noch. Ich hab mich voll gepisst, ich muss die Hose mal entsorgen. Ja, Stefan, schön. Was ist hier los? Ja, hi, ich bin gerade. Brigitte, dir geht's auch so? Ja. Ja. Komm, was du denn? Zum Glück hab ich war mit dem Bus unterschlüpfen mit. Puh, was ist denn hier los, Mann? Ich bereue es immer noch, in diese scheiß Stadt gezogen zu sein. Ich nicht. Und ich wollte dich nur besuchen, komm. Es tut mir leid, wo soll ich denn das wissen? Das ist immer noch besser als meine Ex-Männer. Was? Brigitte ist optimistisch. Sag mal, Schatz. Ja, Zivilistin. Oho. Was? Die Uniform steht wow. Hier. Steht ja. Mhm. Ja, mal schauen. Geht's dir gut? Ja. Boah, das hab ich so nicht drin gelassen. Sehr gut, aber wie zu ich hab die runtergetan, die liegen da hinten irgendwo. Ich hab die runtergetan, damit ich rennen kann, falls ich rennen will. Sag mal, Damien, seit wann bist du auf der Seite? Könnt ihr mal rumgehen, einmal fragen. Angebettelt haben um Hilfe. Und ich wusste schon immer, dass ich in meine Arbeitsklamotten sterbe. Super. Und mich hast du dazu genötigt, sie anzuziehen. Guten Tag. Ja. Oh, ich auch nicht bisschen gut. Das. Zeit. Hendrik! Los. Ja, ich hol den. Der Zwerg! Ist auch da. Guten Tag, geht's Ihnen allen gut? Ja, ich hab ihn mal bei anderen reingeholt, oder? Naja, also guck dich mal in der Stadt um und dann frag nochmal. Wir bin direkt sieben Leute, also ich hatte... Das ist es nicht. Ich hab euch nicht angeschrieben, wer weiß, was passiert wäre, ey. Geht's euch gut? Hier wäre verletzt? Ja, aber alles gut. Nee, mir geht's gut, außer ich. Wir haben 6 Leute holen können. Wow. Ja, alles klar. Dann sind wir alle zu uns in die Werkstatt gekommen und haben uns alle verbarrikadiert. Ja, wir haben ihn auch zu euch gebracht. Scheiße, was ist das denn? Oh Mann, das ist Wärter. Oh Gott. Die hat sich gerade im Bus vollgepisst. Oh Mann. Ja, ich saß auch nur neben mir. Gut, dass ich die Dritte war, ey. Ja, sei froh, ich saß direkt daneben. Oh Mann, ey. Ja, krass, aber guck mal, wie schnell das war, ne? Wir waren gerade zu euch, wollten euch warnen, dann warst du schon da. Ja. Geht ihr bitte einmal zur Seite und bitte einmal auf die andere Seite, bitte. Ja. Wo ist die andere Seite? Bitte. Jetzt sind sie plötzlich nett. Alter. Mm. Hier stinkt doch Zwerg. Was. Oh Gott. Ey, ohne Witz, jetzt mal im Ernst, ich fühle mich hier drinnen ein bisschen eingeschlossen, ne? Also ich fühle mich draußen auf der Straße ein bisschen sicherer. Ist das nicht dein Ernst? Ernst? Ja. Irgendwas zu tun, wir müssen momentan einfach. Wir wurden gerade abgeholt vom BD. Ja, das habe ich mitbekommen. Wir fahren gerade durch die Stadt. Ich weiß auch nicht, ob wir bräuchten mal so ein Medic im. Okay. Ne, wir sind jetzt im BD. Die haben uns in Sicherheit gebracht. Was mit euch? Ich du ja. Ja, weil. Aber bitte zieh dich nicht. Das war das nicht ohne. Okay. Ja, pass auf dich auf. Wenn ich dann so. Die stellen sich nicht so auf, als wäre es alles so. Die halbe Stadt. Also. Also fast wieder ich weiß, dass das Storon aus dem Bericht dabei ist. Das ist nicht die Situation, wo wir. Ist ja mit dem Reisebus hergekommen und ist dann eigentlich die. Weißt du, was ich meine, ne? Ja, mir ist das klar. Ich weiß nicht, was das soll. Ich fühle mich hier echt unwohl. Was soll das alles sein, wa? Ich hab keine Ahnung. Raketenwerfer und so, das kann muss doch Russisch sein. 54
User joined your channel. Keine Ahnung, Jonathan meinte, die Russen drehen hier rein. Aber warum? Ich weiß es nicht. Dem Darm geht's auch gut, danke der Nachfrage. Typ denkt, hat er verpasst. Es ist doch abartig. Warum die ganze Stadt niederschießen? Und warum schon wieder diese verschissene LSC? Leute, nicht zwei Leute auf einmal reden, Rainer. Oh Mann, passt auf euch auf. User joined your channel. User joined your channel. Was habt ihr jetzt vor? Gucken, ob hier irgendwo noch einer ist. Okay. Dann haltet die Augen mal auf, wir hören uns. Alles klar. Jo, bis später. Ja, dann raus. Emilia. Bist du hier? Oh Gott. Alter, ich hab grad Lasse angerufen. Was ist die Hölle los hier? Ich weiß nicht, sie waren Raketenwerfer, Maschinengewehr, alles mögliche, haben alle Szenen auf uns geschossen. Ich bin gerade am Flughafen angekommen und ich habe jetzt gedacht, oh Gott, was ist hier los? Lass dich aber umarmen. Ah, komm her. Ah nein, verdammt. Oh. Wo warst du denn? Mein Chefin! Ich war in Deutschland! Oh Mann. Nee. Voll eine Scheiße. Alter, was ist denn hier los? Draußen. Da musst du einmal in die Garage kommen, der Dredge ist da. Seine Scheiße. Seine Scheiße. Einmal bitte zum Jeep. So. Herr Dredge? Ja, frag mich. Wenn da will ich wenigstens. Ja, wann gibt's bei einem Abgehör? Wie geht's mit Laufen so? Bernd, hast du ja, muss hier irgendwie. Ich soll noch ein bisschen aufpassen. Kalle ist noch draußen, gell? Hm? Kalle ist noch draußen, die fahren noch rum und suchen Leute. Ja. Ich sag, mir ist bloß so ein Heli vorbeigeflogen, deswegen habe ich Lasse angerufen. Was hier schon wieder los ist. Okay. Oh, ihr zwei, alles gut? Ja, schon. Ja. Alles ist gut. Ich mach mir jetzt erstmal zum Trinken auf. Doch, dein Ernst. Doch. Aber es ist aber kein Monster, oder? Doch. War 5 Stunden jetzt im Flug hierher unterwegs. So geht's dir gut, Heli. Ja, ich bin kurz mal ein bisschen runterkommen. Ja. Warte mal. Der King in Polizeiklamotten? Ja, die haben irgendwie Verstärkung gebraucht. Frag mich nicht warum. Ja, natürlich. So, bitte einmal warum sollten wir alle auf einen Fleck? Ich glaube, wenn ich ein Chief Rekord, ob ich mithelfen soll? Ja. Einmal. Richtig, ich komme von der Seite. Ja, aber haben Sie gesehen, die hatten den Kampfheli. Genau, und jetzt bitte noch einmal die. Ja. Ja, das ist jetzt gerade mal egal. So, ich würde einmal folgen. Heli, Emilia, geht's euch gut? Ja, schon. Ich hab keine Ahnung, wie geht der Puls kaputt? Ich hab verschissen. Ich hab auf ihn geschossen. Ich hab grad Schock fürs Leben, als so ein Heli an mir vorbei geschossen ist. Ist gestern schon die Russen, heute. Ja, heute wahrscheinlich wieder die Russen. Ihr bleibt bitte hier. Hier seid ihr am sichersten. Ja. Okay? Egal was kommt, egal was draußen passiert, ihr bleibt hier drin. Ja. Kannst du mal die Chief fragen, ob ich notfalls mithelfen kann? Ich bin zwar kein Kopf mehr, aber... Nee. Ihr, zur Sicherheit bitte hier drin bleiben, okay? Jo, komm! Wenn die so rumfahren, ey, dann bin ich ehrlich gesagt froh, dass ich irgendwo bin, wo es nur einen Moment. Eingang gibt und jo, Hendrik, was gibt's? Kann. Bist du's? Ja, natürlich, bist du's. Ja, ich bin's. Warte mal, Gott sei Dank. Bei mir beschlägt die Scheibe hier die ganze Zeit. Oh, also, warte. Wieso hab ich denn... Warte mal kurz. Oh, kann man nicht einfach das Ding hier... Warte. Scheiße. Geschrieben? Warte, Gott, ich gucke mal. Kannst du mal gucken, Alter, sei die Verwicklung? Danke. Ja, warte mal. No. Warte, ich kann die auch mal drücken, wie du willst. Warte mal, wir wollen die Verriegelung schon wieder. Bei mir klippt das. Ja. Ist ein Clip? Ja. Alles gut. Ich höre den Korben stören, das verwirrt mich. Nee. Was machst du? Ja. Du musst da dieses. Du weißt, dass wir dich stören hören, Korben? Der Pfeil nach oben und unten musst du drücken. Ah ja, warte. Dann hier rum. Bist du zu doof oder was? Ja, ich lasse ihn lieber unten. Also ich hab wieder den Helm, aber ich muss nicht gehen. Wie ist das, sag ich doch, oh Jesus. Nee, erzähl mal. Wenn die uns in Dienst versetzt. Hier die ganze Zeit zu rum, Alter. Das ist die auch rein. Sie machen die Stadt nieder wegen dir. Was ist das für Schläge? Alter, was schreist du so rum da drüben? Ich dachte, ich hätte Schläge gehört. So, was? Wenn die uns schon in den Dienst versetzen, dann ist die Kacke richtig am Dampfen.
Richtig, ist das aber Mosi? Was ich noch nicht so richtig habe. Bis ganz hinten, hinten zu dem müsst ihr hin. Oh, was war das? War da über geschossen, oder? Das ist ja eine Rakete. Ja, die ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. War euch alles gut? Nein. Ja, Luis, kann Waffe holen. Also Waffen, Schmerz meine ich. Gesundheitlich gut, nervig nein. Okay. Hier nach oben. Oh. Ja, dann mitkommen. Ich komm mal gut. Oh Mann. So ein Mist passiert immer in den blödesten Situationen. Und immer am Samstag. Genau. Du, die Bertha hat sich schon ausgezogen, also. Ja, warte, ich mach's auch gleich. Oh, Kalle. Da unten haben wir keinen mehr. Hey, Kalle. Na, Mädels. Bin nicht zu sehen. Keiner und ich sind normales abgefahren. Wir haben niemanden weitergefunden. Okay. Wo ist Jason? Habt ihr den gesehen? Der hat da angerufen. Die Russen hatten irgendwie auf ihn geschossen. Er hat keinen Plan, wo er ist und versucht jetzt herzukommen. Scheiße. Und war's dabei? Was? Alter, King? Willst du mich verarschen? King? Als ob du jetzt auch bei den Polizisten bist, Mann. Ja. Ja. Ist das jetzt nicht eigentlich so 31er gegen den Cannaboys gegenüber? Wollte ich sagen? Ja, als Polizist. Nein, nein. Helfe nur Los Santos. Ey, welche Officer steckt denn hier drunter? Ja, raus. Ach nee, jetzt regnet es auch noch draußen. Ist doch egal, wir sind ja eh dran. Oh, shit, Alter. Alter, Kalle. Was denn? Kalle, bist du da? Was soll denn die Scheiße? Warum hat er dir meine reingehauen, Mann? Ich glaub, die Nerven liegen blank. Ach du Scheiße. Ja, mal wiederbeleben. Will ich sagen. Alle ist gut. Das war keine Absicht. Helft dir mal hoch. Also, hat gesagt, geht mal ein Stück zurück. Den Herrn King, den Herrn Dredge und den Herrn Max. Ja, einmal bitte alle zurückgehen. Deine Jungs kommen gleich nochmal wieder. Die einmal alle weg vom Patienten. Bei euch, weil da ist wirklich kein Schwein mehr. Wir sind ja extra so spät gekommen, weil wir alles nochmal abgefahren haben. Herr Dredge und Herr Max. Ja, nicht, dass irgendjemand vergessen wird irgendwo. Wo hast du Jason gelassen? Gut, Jason folgen, ist irgendwo in der Stadt, ich hätte noch mit ihm telefoniert, nee, aber nicht. Dann war der Empfang weg. Alle, keine Ahnung, das war gerade da. Wir haben das hier im Griff, wir schaffen das hier alle raus. Moin, Rosé. Lasse, braucht ihr Hilfe noch? Ich weiß es noch nicht, wenn kommt der Chief auf euch zu. Ja, ich hab mich auch schon angeboten, Renner. Dumme Sau. User joined your channel. Das war jetzt das zweite Mal. Ja, es tut mir leid, das war aller guten Dinge sind drei. Hau mir noch mal eine rein, dann kann ich mich endlich wehren. Ja, hier, ich hab ab und zu mal ein bisschen Tourette, ab und zu kann ich mich mal nicht zusammenreißen. Ja, Tourette, ich glaube auch. Tourette, du Fotze. Entschuldigung. Keine böse Wörter. Meine Fresse, Mann. Alles gut bei Ihnen, tut Ihnen was weh. Ja, Waffenschaft ins Gesicht. Braucht ihr mit einem Tuner-Chip? Was? Ach, hey, guten Tag, bei Ihnen alles gut. Hey, Rossi. Warte mal, Heli, ich muss dir so, Helle, brauch ich jetzt einen Tuner-Chip? Ich hätte auch noch einen anzubieten. Oh Gott, ich fall gleich tot um. Könnt ihr mal leise sein da hinten? Danke. Ja, Heli. Nö. Hier haben uns unser LSC eingesperrt, da warst du noch dabei. So, alle, die jetzt unterstützen wollen und dem BD helfen wollen, einmal bitte mitkommen. Ja. Wie unterstützen? Auch ein X-Cop? Ja, komm mit raus. Alle, die helfen wollen. Ja. Alle, die irgendwie zum MC gehören. Wow. Wenn mich jemand reinlässt, wäre nett. Was machen wir denn da? Ja, hier draußen. Erstmal hier sammeln. Danke. Ja. Was ist denn die? Oh, Medic! Medic! Ja, oh, ja. Habt ihr jetzt den Schief ausgedockt? Wow! Also! Ruhe jetzt! Jetzt alle Ruhe hier! Na ja, na klar! Guck der Lichter, wer los? Das wäre die Gelegenheit. Mit einem größeren. Den angeheuern haben. Lassen Sie den Schief reden, bitte. So, also, jeder, der jetzt schon mal einen größeren Ballermann in der Hand gehabt hat als eine Pistole, bleibt hier. Der Rest geht bitte zur Seite. Nein, die können jetzt alle mal hier stehen bleiben. Was meint er mit großem Ballermann? Ich hatte leider nur Glieder. Alle hier bleiben und auf den Schiff hören. Verdammt ja, nochmal. Und jetzt mal Schnauze! Ey, sag mal, was schreit für uns rum? Zeiten auf Finanzamt. Eddie, du solltest vielleicht draußen bleiben, ehrlich. Mir egal. Regnet, oder? Mit genug Kollegen im Dienst. So, ja, das stimmt. Funkstille. Einmal Ruhe jetzt alle. Jetzt hatte ich Pill. Also, wir wissen nicht genau, was los ist. Ich habe die US-Regierung darüber informiert, was hier los ist. Zumindest das, was ich weiß.
hoffe, dass Sie uns Unterstützung schicken. Ich bitte Sie alle, hier ruhig zu bleiben, sich nicht gegenseitig aufzufressen und sich gegenseitig unterstützen, ja? Wir werden jetzt als LSPD mit möglichen Unterstützern rausfahren und schauen, ob wir noch Zivilisten draußen finden. Was hat der mit seinem Mikro? Was hat der? Wie gesagt, halten Sie zusammen, bleiben Sie unten, passen Sie auf sich auf und stören Sie bitte nicht irgendwelche Tätigkeiten der Polizei. Alles klar? Ja. Ja, ja, verstanden. Ah ja, na klar. Perfekt. Dann dürfen alle wieder weggehen, außer die Gruppe mit Herrn Vincenzo plus die Rocker. Die bleiben bitte hier. Was? Oh Mann. Ach. Hm. Also jetzt langsam... Es hätte so ein schöner Abend werden können. Hm. Ja, wirklich. Ich wollte auch Ballermann. Hey. Hi. Alles gut bei dir? Oh. Ich hab dich ja den ganzen Trubel noch gar nicht gesehen. Ich hab ein bisschen Angst um ihn. Ja. Alles gut, ich bin bei dir. Wir halten einfach alle zusammen. Wer weiß, was da jetzt kommt, gell? Oh Gott. Da gab eine Rakete. Ja, komm, lass. Komm, Haley, komm, lass uns so ran. Also hier, irgendwie. Wollen wir uns sonst hier hinten in die Ecke? Jesus. Wir kommen schnell hier hinten mal in die Ecke. Was ist denn da los? Keine Ahnung. Ich wollte nur ganz ruhig arbeiten. Och, Mann. Oh Gott. Dass wirklich die Russen sind? Hm. Ja. Die waren ja gestern auch schon da. Echt? Oh, auf mich gezielt mit einer scheiß Langwaffe. Alter. Au. Ich bereue es gerade so dermaßen, in diese Stadt gezogen sein. Nur Stress. Ja. Aber wenn das die letzten Minuten sind, dann bin ich wenigstens froh, euch alle kennengelernt zu haben. Ja. Toll, ich sterbe in Arbeitsklamotten. Ich sterbe ohne Klamotten. Es ist schwer. Oh, das geil. Was hat mir Stevie alles jetzt mit Arbeitsklamotten? Ich vermisse ein bisschen meine Eckkneipe. Die wirst du bald wiedersehen. Oh, Berthe, wir haben das selbe Tattoo am Hintern. Echt? Du hast einen Arsch gemacht. Bist du auch? Was ist das? Bleib bitte komplett hey, hin. Machst du jetzt ein Gebet? Ja, keine Scheiße bauen jetzt erstmal. Dann schauen wir weiter. Ja, na klar. Also, warte, ich komm mal raus. Ja. Hier ist meine teure Uhr. Die hole ich mir nachher persönlich wieder bei dir ab. Okay. Pass auf dich auf. Weiß ich ja, pass ihr hier auch auf euch auf. Bitte, Vorsicht. Ich bin keine große Hilfe da draußen. Ja, bleibt hier, bleibt ruhig und passt bitte auf euch auf. Ja. Oh, bis später. Komm wieder heil wieder. Ja. Also, hast du noch eine Pulle Export dabei? Ja. Oh Mann. Du kommst auf den auf. Nee, du kommst nicht wieder. Ich schlag dich, wenn du tot bist. Ja. Bitte. Vielen Dank. Brigitte. Mikrofon aktiviert. Besoffen ist alles leichter. Weißt du? Oh, dann stolpe ich immer so. Raketen starten, ich muss raus. Haut rein. Rein. Oh nein! Pass auf dich auf! Verdammte Scheiße. Jamie, warum bist du eigentlich hier? Ich hab keine Knarre. User joined your channel. Ganz ehrlich, das ist sehr wenig. Ja, wir durften nicht. Ja, ich durfte auch nicht. Ich bin Ex-Cop und darf nichts. Jetzt los. Warum? Ich hab auch mal bei der Polizei gearbeitet, aber ich hab nur eine Pistole gehalten damals. Ja, nichts Größeres, das ist das Problem. Wow. Dann passt auf uns auf! Hm. Ja, aber du weißt ja wenigstens als Polizist, wie es so läuft. Ja. Nee, oh Gott. Aber sag mal, Scheiße. Abby, ich wusste gar nicht, dass du auch mal bei der Polizei warst. Ja, ich wusste nicht, dass wir was gemeinsam haben. Explosion, die war auch nicht fertig. Da was? Ja, stell dich mal in die Scheibe. Ey, kommt doch mal weg von den Fenstern. Hallo, Brigitte. Kommt mal da weg. Abmarsch. Komm wieder zu uns. Die schießen da draußen. Komm, guck mal, da geht aber ich. Will ja nicht wissen, was da draußen abgeht. Nicht, dass hier noch die Hupen wegfliegen. Genau. Ja. Die brauchst du noch. Leute, ich stelle mich mal kurz 10 Minuten meditierend ins Eck. Ich muss ein bisschen runterkommen. Ich musste auch mal das Ding aufs Klo. Ach, geh wenigstens in die Ecke zu pinkeln. Ja, aber wenn da alle in die Ecke gehen, dann läufst du irgendwann hier rein.
Aber geh nicht in die andere Ecke, da war ich schon. Da wo jetzt Sarah steht? Nee, die andere. Da hinten. Okay. Vielleicht gehe ich später nochmal hin, wenn meine Hose wieder trocken ist. Durch die Säule haben wir noch ein paar Ecken übrig. Was ist denn mit deinem Hund? Wo ist dein Hund? Ja. Gute Frage. Sag jetzt nicht, dass der noch da immer draußen ist und hier, keine Ahnung, in Stücke gerissen werden kann. Nein, der ist zu Hause. Also gut zu reden kannst du. Ich glaube, daheim ist er am besten aufgehoben gerade, außer die jagen die ganze Stadt in die Luft, aber... Ja, mein Auto, mein schönes Auto. Ja. Den hatte ich erst wieder frisch restauriert. Ich meine, ich könnte meinen Hund rufen, aber der würde... Ich weiß nicht, ob der es hierher schafft. Ich lasse ihn lieber daheim. Wer spielt denn jetzt Gitarre? Ja, das ist die Trommel, die Bongos. Ja, die da drüben. Ach, yeah. War schon leichter, schaffst du halt nach dem Aufstehen? Ja, das glaube ich dir. Was ist denn hier los? Friedhelm! Gute Frage. Kommst du denn hier? Direkt aus Deutschland. Die ganze Stadt brennt. Wow. Ja. Flieg mal wieder zurück. Ohne Witz, die fahren mit Raketenwerfer rum, haben auf ein LSC geschossen, wir haben uns verbarrikadiert. Alter. Vielleicht solltest du mal zu deinen Kollegen dahinter. Ja, geh ich mal. Schon wieder. Scheiße. Passiert da rein. Moin. Da geht euch alles gut, ne? Ja. Ja. Unter Umständen. Ja, alles super. Ja, es ist einfach ansprechen. Jo. Wir schreien. Ja, dir geht's anscheinend auch gut, ne?